Folge 239 von Simotrans. Ja, wir sind letztes Mal hier unterwegs gewesen und haben zweispurig ausgebaut und ja, leider haben wir dann gesehen, dass das nicht so ganz passt hier. Aber das machen wir jetzt einfach so und dann geht's hier weiter und alles ist gut, ne? Ach, jetzt habe ich hier wieder nicht die Pfeiltaste genommen, sondern Buchstaben WASD, dann geht das ja nicht, ne? Wissen wir ja schon. Ja, und nochmal. Ne, 160 wollten wir. Und da lang. Und Oberleitung. Da lang. Und da lang. Und passt, oder? Ja, sieht wohl gut aus. Und dann noch Signale. Da. Dazwischen noch eins. Zuck, zuck, zuck. Das war's für dich. Er fährt da trotzdem noch lang. Sowas. Ist das denn richtig? Naja, wird wohl sein. Jetzt hat er doch noch umgedreht, ne? Krass, oder? So, und dann haben wir hier tatsächlich einen Bahnhof ohne Signal davor? Sieht wohl so aus, ne? Da können wir aber auf jeden Fall zwischen zweispurig dann reinkommen. Oberleitung dran, ne? Und alles ist gut, oder? Dann noch Signale in die richtige Richtung. Passt. Und das war das Auswahlsignal hier. Und sollte dann auch da funktionieren, oder? So, hier unten geht es einspurig weiter, aber ich glaube, da fährt gerade einer hin. Also ich glaube, das muss jetzt nicht da zweispurig sein, oder? Wir haben eine Ausweiche noch gemacht. Könnte man, muss man aber nicht, denke ich mal. Lassen wir mal so. Gut. Hier ist auch schon noch eine Lok drauf, die nicht die jüngste mehr ist. Hier unten fuhr Diesel lang, ne? Oder? Ne, das war schon elektrifiziert. Da muss aber irgendwo noch eine Diesel-Lok sein, die da unterwegs war, oder? Hatten wir doch gerade eben hier im Bildschirm. Ach komm, wir gucken erstmal hier lang. Hier war auf jeden Fall noch was. Ach, hier sind ja nur Diesel-Loks, oder? Ja. So. Kohle Süd. Kohle Süd besteht aus wie viel? Aus 5. So viele brauchen wir schon mal gar nicht. Fahrzeugdetails. Ausmustern. Und auch ausmustern. Die brauchen wir alle gar nicht, ne? Wenn da 3 stehen, ist schon zu viel, wa? Okay, die lassen wir nochmal einmal fahren. Und die bringt die Kohle noch weg. Und diese beiden. Warte, was haben wir jetzt gemacht? Achso, wir haben den Weg ausgewählt, müssen aber noch anklicken, sonst fährt die nicht, ne? So, die behalten wir als einziges, die mit der Linie noch gesichert ist, sozusagen. Und da setzen wir dann andere Züge drauf, oder? Ausmustern. Da kommen zwei neue drauf. Das war Kohle Süd, ne? Ja. Jetzt müssen wir nur auf die Karte. Hier oben hin. Bahndepot. Loks. 160 hier. Ist das denn... Okay. Frosch im Hals. Entschuldigung. Ja, die nehmen wir immer, ne? Oder? Ist das noch eine andere, die wir da haben? 120, 120, ne? Das war die. Alle zeigen. Alle zeigen, ist egal, glaube ich. Das bedeutet die jetzt und das war für Kohle. Waggons. Kohle. Kohle. So, das war das, wo diese Waggons hier wahrscheinlich mit Gitterboxen die Kohle rein tun oder so. Ich weiß es nicht. 57, 31, 28. Also wir müssen mal gerade gucken. Aber 120 ist sowieso die schnellste davon, ne? Genau. Ja, dann ist tatsächlich das hier das schnellste, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob halt 6 richtig war. So, und das ist Kohle Süd. Kohle Süd und
Den kopieren wir und starten und starten. Findet keinen Weg mehr. Das bedeutet, irgendwo gibt es da keine Oberleitung. Das war hier unten irgendwo lang, ne? Das können wir schon zumachen. Also hier gibt es ja überall Wege, ne? Hier auch. Findet keinen Weg mehr. Wo fehlt es denn hier dran? Ne? Ah, hier sind noch Gleise. Beziehungsweise Gleise sind es nicht, sondern Fahrstrecken. Das war 160, oder? Ja. So, weiter geht's noch da. Sieht gut aus, oder? Jetzt haben wir's. Starten, starten. Jetzt fahren sie beide. Ich hoffe, wir haben ja genug Länge. Ja, passt. So, und diese hat entladen. Das bedeutet jetzt auch, dass sie ausgemustert wird. Gut, dann sind wir die auch los. Die anderen beiden fahren dann hier hin. Sah so aus, als ob da gerade was fehlte. Aber das sieht nur so aus, weil, ja, passt schon. Hier stehen bestimmt welche, die uralt sind. Ne, Dieseltriebwagen. Dann bauen wir da gerade mal schnell Dingens hin. So haben wir's. Und dann schauen wir mal, wer wohin gehört. Achso, das ist erstmal der Bahnhof. Und jetzt ist hier Güterzug Sand. Da gibt es nur einen. Der hat auch geladen. Achso, der ist ja schon offen. Dann fahr du mal dahin. Das passt dann schon. Ja. Und die anderen beiden sind hoffentlich zwei die gleichen. Ja. Ölfeld. Die hat geladen. Das heißt, die fährt den nächsten Wegpunkt an. Und dann weiter. Und die zweite bin ich jetzt tendenziell dazu am Neigen zu sagen, brauchen wir nicht mehr. Wo ist sie? Da ist sie. Ausmustern. Gut. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir ihn hier gleich kriegen, wenn er leer ist. Und ihn auch. Fährt natürlich voll in die andere Richtung. Ich habe fast die Vermutung, dass es einfacher ist, den auszumustern. Na. Obwohl er diese Anhänger da alle hinter hat, ne? Lok. Die. Waggons. Die. Und die Linie heißt Güterzug Sand. Wo ist er denn? Da. Und starten. Die ist unterwegs. Und hier, was haben wir da für einen Zug? Aha. Alles Mineralöl. Wo ist hier Öl? Das letzte. Das sind diese Waggons, ne? 45 Kubik, 61 Kubik. Ja, da müssen wir umsatteln sowieso. Das bedeutet Lok, die Waggons, die.
Einer geht noch, gut. Und Fahrplan ist Öl. Da. Und einer reicht, glaube. Öl. Starten. So. Die beiden fahren noch. Der kann zu. Und dann müssen wir gucken, wann er irgendwer abliefert. Er ist schon ziemlich weit hier. Wer noch nicht? Wenn die 113 sind, lösen wir den Zug auf. Mal gerade schneller fahren. Ah, da ist er schon weg. Und aus muss dann. Dann dahin. Ist auch gleich da. Ist das hier schon? Nee, ne? Doch. Und aus muss dann. Brauchen wir auch nicht mehr. So, dann haben wir die beiden auch. Hier sind schon zwei schicke Loks. Aber wenn wir schon in der Nähe sind. Warte, wer fuhr da vorbei? Das ist auch schon was Neueres. Hier haben wir bestimmt... Ne, ist auch schon elektrisch. Da auch. Aha, hier sind schon einige. Da fährt noch einer vorbei. Und hier ist sowieso noch einer. Gut. Dann müssen wir da einen neuen Zug draufsetzen. Erz-Hadexen Südwest. Lok. Und Waggons. Schüttgut diesmal wieder. Schüttgut. Ach, hier Sand ist doch auch Schüttgut, oder? Da haben wir doch das Passende. Da ist auch wieder dieser Waggon, ne? So, und das war... Erz-Hadexen Südwest. Da. Und Start und Fahrplan hier auswählen. Noch da oben einmal entladen und ausmustern. So, das kann BHCH weg. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Hier steht niemand. Da oben waren wir, glaube ich, schon, um das zu machen, oder? Ah, nee, da stehen tatsächlich auch noch ein paar. Sage und schreibe 2. Gucken wir mal hier gerade auf die Linie. Ist aber nur einer drauf, das heißt, die ist jetzt weiter. Was war das? Kohle-Stahlwerk West. Jetzt 9. 9. Was hatte ich gesagt? Kohlezeche kann auch da oben sein. Es spielt gar keine Rolle, wo. Kohle-Stahlwerk West war das da unten. Richtig? Ja. Machen wir hier gerade den Fahrplan an und lass die fahren. Und die können wir starten. So, dann nochmal das gleiche gespannt. 6, 7, 8, 9. Haben wohl doch nur 8, oder was? Ja, verzählt eben. Und das ist Kohlezeche Südwest-Ost. Dieser. Und starten. Und schließen. Ach so, den hätten wir schon eher fahren lassen können, ne? Egal. So, ihn hier können wir... Kohle-Stahlwerk West? Achso, das ist was anderes. Ausmustern. Und wenn er leer ist und er ist, dann fliegen die auch beide raus. So, jetzt stehen hier andere und warten. Bahnsteig ist tatsächlich schon 7 lang. Gut. Ja, beim Hopfen steht wahrscheinlich noch ein uralter... Nee, ist auch schon nicht mehr so ein alter... Ich dachte, da wäre noch der Trecker am Stehen. Gut, das macht zu, das macht zu. Ja. Dann lass mal gerade schneller laufen. Bis einer von den beiden mal leer ist.
Da unten ist leer, das heißt ausmustern. Der da oben noch. Ist jetzt auch gleich leer, ne? Jo. Ausmustern. Sorry. Fährt, oder? So, jetzt haben wir hier noch. Ja, die war zu schnell weg. Die. Schnell hinterher. Haben wir auch. Aber hier müssen wir noch Oberleitung machen, sehe ich. Ja. Das bedeutet Schrott. Stahlwerk zu Stahlwerk. Okay, das ist dann wahrscheinlich schon elektrifiziert. Dann müssen wir da den Lokschuppen aufrufen. Und Lok ist die. Und dann brauchen wir noch Schüttgut auch, ne? Ja. Waggons. Achter. Schrott, Stahlwerk, Stahlwerk. Da. Starten. Hätten wir natürlich schon losschicken können, damit der los ist. Und den machen wir aber nicht laden. Weil ich weiß nicht, ob der da jetzt dann auch noch anhält. So, wen haben wir hier jetzt? Nutzholz ist da drauf. Ich glaube, ist auch Holz gleichzeitig, ne? 15 wird. Da müssen wir aber Oberleitung noch bauen. Machen wir erst den, dann den. So. Der meckert uns gleich an, ne? Linie Holz, dass er nicht fahren kann. Starten. Und da ist die Meckerei wegen fehlender Stromleitung. Gut, der darüber. Und hier elektrifizieren wir das Ganze jetzt. Wie wir gerade sehen, ist das ein bisschen doof hier gesetzt. Ne, knapp daneben ist auch vorbei. So, das haben wir schon. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Also wir müssen immer dieses Stück noch machen. Ich glaube, das haben wir da unten jetzt vergessen, oder? Kann das sein? Nee, da ergab sich das wohl anders. Okay, dann passt das. Und bis dahin haben wir schon Strom. Also alles gut. Aber hier staut sich gerade was. Hier steht einer falsch. Weil er da nicht reingefahren ist. Auch sehr schön, ne? So, ihn können wir jetzt erstmal starten lassen. Kann man wegmachen. Und irgendeiner von denen hat sich jetzt einen neuen Weg gesucht. Und das heißt, die Durchfahrt ist hier nicht gewährt. Was machen wir da jetzt? Warte mal, das hier ist einer, den wollen wir Schrott ausmustern. Der fährt noch, aber steht jetzt irgendwo. Ach, guck mal an, da ist auch einer gerade gekommen. So, wie handhaben wir das jetzt mit dem? So, der. Ich kriege jetzt erstmal den Fahrplan. Schrott.
War da nicht gerade ein anderer, der Schrott fuhr? Okay. Fast. Der Schrottzug stand doch hier unten, oder? Vertue ich mich da? Dann machen wir mal Linie bearbeiten. Und machen den dahin. Und machen da 100% raus. Und löschen machen wir den. Dann sollte der wieder dahin fahren, wo er hingehört, oder? Wenn er denn dahin gehörte. Das ist die nächste Frage, ne? So passt's. Der kriegt hier so total lahmarschig gerade lang. Wieso das? Ich glaube, den müssen wir auch mal überarbeiten, ne? Hier kommt noch die Postkutsche, Postlok. Die bringt auch was. Und fährt auch Gewinn ein. Post gibt Geld ohne Ende. So, er ist leer. Das bedeutet. Ne, der ist nicht auszumustern. Das ist ja eine neue Lok. Passt schon. Er hat hier schon wieder Nutzholz mit, ne? Nicht laden. Oh, shit, Pech gehabt. Na dann. Nicht jetzt laden. Da sind aber jetzt zwei Loks drauf, ne? Oder? Oh, da sind nicht nur zwei drauf. Hm, da fahren welche auch noch andere Strecken. Ich sehe schon, das ist aber eine Geschichte, die wir nächstes Mal machen. Die Holzlinie müssen wir dann nächstes Mal überarbeiten. Das machen wir jetzt nicht mehr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Kriegen alle mit, wie schön Simotrans ist. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.